Ja, und bei mir ist Professor Oskar Niedermeyer, Parteienforscher an der FU, der Freien Universität hier in Berlin. Wir erwarten in den nächsten Minuten die Rede des Parteivorsitzenden von Christian Lindner. Vor 2,5 Jahren ist er im Moment der tiefsten Krise der FDP hier zum Parteichef gewählt worden, hier in der Station in Berlin, Dezember 2013. Wie hat er die Partei verändert? Also es hat sich sehr viel getan für die FDP und ich glaube, dass das zum großen Teil eben dann auch auf die Arbeit von Christian Lindner zurückzuführen ist. Er hat die Partei durchaus wieder neu aufgebaut, ausgerichtet und hat ihr wieder Mut gegeben, was man ja hier jetzt sehr deutlich merkt, dass die FDP nicht mehr wie damals in Depressionen verfällt, sondern tatsächlich auch nach vorne schaut, positiv nach vorne schaut. Und ich glaube, das ist durchaus das Verdienst von Lindner. Sind es vor allem Veränderungen im Stil? Also kommt die Partei nicht mehr so kalt, nicht mehr so unsympathisch rüber? Oder hat sie auch ihr Themenspektrum erweitert? Also es ist beides. Es ist ein neuer Stil da. Man kommt nicht mehr unsympathisch rüber. Man ist durchaus jetzt, hat ein anderes Image. Das macht sich eben auch bemerkbar bei der Bevölkerung, bei den Orientierungen. Aber es gibt durchaus auch inhaltliche Veränderungen. Vor allen Dingen hat man sich wieder sehr viel breiter aufgestellt. Unter Westerwelle in der Schlussphase war es ja sehr eng auf Steuererhöhungen, auf Steuerreduzierungen zugeschnitten. Das heißt, man hat dann eben auch sich sehr viel breiter im ökonomischen Bereich aufgestellt. Und was Lindner auch gemacht hat, was jetzt auch in den letzten Monaten deutlich geworden ist, im gesellschaftspolitischen Bereich hat sich die Partei wieder stärker nach vorne gebracht. Dass die Partei so auf eine Person, auf Christian Lindner, aufgestellt, zugerichtet ist, ist das ein Problem? Das ist prinzipiell natürlich ein Problem. Das hat man damals bei Westerwelle auch gesehen, der ja durch seine schlichten persönlichen Werte dann bei der Bevölkerung, als er Außenminister wurde, und das Amt nicht wirklich, zumindest in Augen der Bevölkerung, angenommen hat. Dann hat er auch durchaus die Partei mit runtergezogen. Das sehe ich jetzt bei Christian Lindner eigentlich nicht, diese Gefahr. Lassen Sie uns mal über die Flüchtlingspolitik sprechen. Die hat die letzten Monate dominiert. Und die FDP hat ja auch vorsichtige Kritik an Merkels Politik geäußert, aber eben nicht so schrill wie die AfD. Wie würden Sie diese Positionierung beurteilen? Also ich denke, es war eine sinnvolle Geschichte, gerade in den drei Landtagswahlkämpfen jetzt im März, Kritik an der Flüchtlingspolitik zu üben, aber sich eben als demokratische in der Mitte der Gesellschaft verankerte Alternative darzustellen zur AfD. Das hat durchaus auch geklappt. Insofern hat die FDP sich damit ja nicht nach rechts außen begeben, sondern sie hat vor allen Dingen aus rechtsstaatlichen Begründungen heraus die Flüchtlingspolitik kritisiert und auch mit liberalen Forderungen durchaus verbunden. Jetzt haben wir ja gerade Wolfgang Kubicki gehört. Der hat gesagt, es ist unsere demokratische Pflicht, stärker sein zu wollen als die AfD. Wenn die FDP stärker sein wollte als die AfD, müsste sie dann die Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik stärker akzentuieren? Also das Flüchtlingsthema wird natürlich auch ein Thema sein, denke ich, bei der Bundestagswahl, weil ja gerade auch die Integration derer schon da ist, uns in den nächsten Jahrzehnten noch beschäftigen wird. Das heißt, hier muss die FDP ihre Position auch weiterhin aufrechterhalten. Aber es wird nicht mehr das einzige Thema sein, das einzig beherrschende Thema wie jetzt bei den zurückliegenden Landtagswahlen. Deswegen ist die Partei auch gut beraten, eben auch andere Themen nach vorne zu stellen. Das eine macht sie jetzt hier mit der Digitalisierung, was nicht ganz einfach ist, das in Wahlkämpfen den Leuten beizubringen. Aber es ist natürlich objektiv gesehen ein ganz wesentliches Problem, das sich Deutschland stellen muss. Das war ein Glas, das hier sich über unseren Tisch ergossen hat. Jetzt hat es ja durchaus Versuche gegeben, die FDP etwas populistischer zu positionieren. Das war bei Möllemann der Fall. Das hat man auch noch mal versucht bei der Eurokrise. Die Versuchung könnte ja relativ groß sein, wenn wir mal über die Grenzen schauen nach Österreich. Da ist die FPÖ mit Kritik an der Flüchtlingspolitik, mit Kritik an Europa die klar stärkste Partei mit Werten über 30%. Gibt es irgendwelche Tendenzen dieser Art auch bei der FDP?
Nein, die sehe ich nicht. Meine populistische Partei haben wir schon. Zwei brauchen wir nicht im deutschen Parteiensystem. Und die FDP wäre auch überhaupt nicht gut beraten, jetzt auf diese Schiene zu springen, sondern sie sollte das weitermachen, was sie jetzt getan hat, sich nämlich ein ernsteres, konkretes Image zu geben und eben nicht populistischen Strömungen nachzulaufen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir sprechen uns nachher noch mal wieder.